Warum kamen Europäer in den Ländern an, die später Kanada wurden? Die Portugiesen waren die ersten, die die neuen Schiffe und Geräte einsetzten. Sie entschieden sich, nach Osten zu segeln, um Asien zu finden. Mit Rücksicht auf ihre Kenntnis von Geografie, warum machte ihre Entscheidung Sinn? Die Portugiesen wussten, dass ein östlicher Seeweg nach Asien nicht durch das Mittelmeer ging, weil das Mittelmeer schon gut bekannt und gut kartiert war. Ein östlicher Seeweg, wenn es überhaupt einen gab, könnte vielleicht südlich vom Mittelmeer liegen, irgendwo um Afrika. 1488 umrundete ein portugiesischer Entdecker, Bartolomeu Dias, die Südspitze Afrikas, das Kap der Guten Hoffnung. Bald begannen portugiesische Schiffe in Indien anzukommen. Die Portugiesen wollten nicht, dass andere Europäer ihnen nach Asien folgten und den reichen Handel mit asiatischen Gütern teilten. Sie taten ihr Bestes, den östlichen Seeweg nach Asien zu kontrollieren. Gab es noch einen Weg nach Asien? Christoph Kolumbus glaubte es jedenfalls. Er glaubte, er könnte nach Westen segeln, um den Osten zu finden.